Da sind wir auch schon wieder bei Kingdom Come Deliverance und immer noch auf der Suche nach dem Keiler. Und dafür werden wir jetzt mal dem guten Hans folgen, der offenbar weiß, wo so ein Keiler zu finden ist. Ich bin immer noch vollkommen überladen. Ach, verdammt. Ich sollte was in der Jagdkiste ablegen. Ich muss mal ganz kurz dahin. Das war keine gute Idee. Nicht so gut, nicht so gut. Inventar, Nahrung. Ich leg das mal gerade ab. Das ganze Hasenfleisch ist nämlich das Schwere. So. Das Dorffleisch lasse ich auch erstmal hier liegen. So, jetzt bin ich unterwegs. Ich komm schon, ich komm schon. Sorry, es war nicht böse gemeint. Ich eile. Aber hier sind so viele Hasen unterwegs, die könnte ich gerne noch mitnehmen. Wo ist er denn schon hingeritten? Mein Gott, wie schnell ist er denn? Der legt ein ordentliches Tempo mit seinem Pferd vor. Vielleicht hätte man doch eins leihen sollen. Führte uns tiefer in den Wald. Und wir wissen ja, was im Wald geschieht. Das bleibt auch im Wald. Wobei ich es ein bisschen schade finde, ich hätte gerne noch die Gelegenheit genutzt, um ein bisschen intensiver mit ihm zu reden, ein bisschen herauszufinden, wie denn sein Lebensalltag ist und was ihn eigentlich stört. Oder warum er sich so verhält, wie er sich verhält, weil... ich habe da schon so einige Vermutungen, die da in die gewisse Richtung führen. Und hoffentlich tauchen jetzt keine Wölfe auf. Das wäre der Super-GAU. Das wäre sowieso der Super-GAU, wenn ihm irgendwas passieren würde. Ich glaube, da bräuchten wir uns gar nicht mehr zu rechtfertigen, sondern dann hieß es einfach nur noch Kopf ab. Sieh her! Eine Sohle. Sie wurde erst kürzlich angelegt. Irgendwo in der Nähe müssen Wildschweine sein. Also, wie letztes Mal. Langsam und leise. Egal, was du tust, verstanden? Wir werden von diesem Hügel aus nach ihnen Ausschau halten. Alles klar. Ich bin mal gespannt. Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? Ja, gewiss. Warum denn auch nicht? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? So, ja. Oh ja, siehst du? Verdammt bin ich gut. Schnauze. Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen Keiler mit einem Pfeil. Scheiße! Ihm nach! Fast! Aufs Pferd, Heinrich! Dieses Schwein entkommt uns nicht! Ja, Wildschweine mit dem Pfeil zu erlegen ist. Tja, wenn ich jetzt ein Pferd dabei gehabt hätte. Dann hätte ich ihm vielleicht auch folgen können, aber jetzt bin ich darauf angewiesen, ihm zu Fuß hinterher zu rennen. Großartig. Verdammt, ich hätte... Ah. Ja, dadurch, dass ich das Pferd nicht ausgeliehen habe, finde Herrn Hans. Ich bin sicher, das Wildschwein hat ihn irgendwo erwischt. Und ich habe irgendwie auch keinen Zweifel daran, dass er uns daran die Schuld geben wird. Aber schon mal gut zu wissen, dass wenn wir so eine Sude finden, eventuell auch in der Nähe Wildschweine sind, die man jagen kann. Also für den Fall, dass wir mal allein unterwegs sind. Herr Hans. Herr Hans. Er ist doch hier wahrscheinlich irgendwo. Oh Gott, irgendwo in diesem Gebiet. Na, vielen Dank, Herr Hans.
Jagdgebiet Hirsche. Verstehe. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen wild hier hin und her, in der Hoffnung, dass ich ihn vielleicht schon irgendwo sehe. Oh, da hinten sind sogar Hirsche. Jetzt ärgert es mich doch ein bisschen, dass wir das Pferd nicht mitgenommen haben. Weil ich bin sicher, wenn wir das Wildschwein mit ihm zusammen erlegt hätten, wäre das doch ein ganz guter Jagderfolg gewesen, den wir so natürlich jetzt nicht vorweisen können. Herr Hans? Was ist das denn? Was ist denn hier los? Was zum... Moment mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Das sind Kumanen, oder? Was ist mit dir? Bandit. Jetzt war ich gerade ein bisschen überrumpelt, ehrlich gesagt. Ich habe nicht damit gerechnet, hier auf Banditen zu treffen. Langstreckenpfeile. Wie viele? Waren das wirklich 110 Langstreckenjagden? Nein, nein. NPC-Inventar, okay. 28 Stück hat er davon. Verbesserte Jagdpfeile, die nehme ich einfach mal mit. Den Langstreckenpfeil nehme ich mit. Den Ringelblumenaufguss nehme ich mit. Was können wir denn noch mitnehmen? Gepolsterte schwarze Bunthaube, die sieht eigentlich auch ganz schick aus. Alte Stiefel, geflickte Beinlinge, schwere Ruhe, kleines Rüstungsset. Ich muss eigentlich einen Hans finden, das ist gerade nicht so gut, was ich hier mache. Geteerte Jacke. Ah, die ist nicht wertvoll. Das hier könnten wir mitnehmen, die Hirnhaube können wir mitnehmen. So ein bisschen die wertvollen Sachen, die wir auch verkaufen können für mehr Geld. Ansonsten lassen wir ihn in Ruhe. Und er hier hat sich anscheinend verkrochen und will nichts mehr wissen. Herr Hans? Irgendwo hier habe ich doch Stimmen gehört. Wir sind aber schon noch im richtigen Gebiet, oder? Vor allen Dingen, wo sind die hingerannt? Da waren ja noch deutlich mehr von denen. Und ich bin sehr stolz, dass wir diesen Kampf so gut hinter uns gebracht haben. Obwohl wir ja nun wahrlich kein Meister des Kampfes sind. Ja Mensch, wo ist er denn jetzt? Entschuldigung, hast du Herrn Hans gesehen? Offenbar nicht. Was ist denn? Na, passt schon. Ach Mensch. Da ist ein Lager. Die werden ihn doch nicht dahin entführt haben. Ich höre seine Hunde. Ja, jetzt ein Königreich für ein Fernglas. Rette Herrn Hans. Großartig. Wartet nur, ihr Eselsärsche. Euch zeige ich's. Irgendjemand in der Nähe um das Lager herum? Ich glaube nicht, dann würde ich mich da einmal von hinten an die Wache ranschleichen. Natürlich wäre es auch von Vorteil, wenn wir Herrn Hans befreien würden. Denn dann könnte er mitkämpfen. Aber ich glaube, erst müssen wir tatsächlich die Wache da ausschalten. Muss mal gerade gucken, wo das auf der Karte ist. Ja, da unten. Außerdem einen Wachmann da an dem Baum habe ich jetzt keinen mehr gesehen.
Ich glaube, sogar einen von denen haben wir umgebracht. Oh Gott, ich bin gerade voll nervös. Eigentlich müsste ich einen Retterschnaps trinken, um hier mal zu speichern, aber... bin mir gerade nicht sicher. Wisst ihr was? Einen Retterschnaps setze ich jetzt hier ein. Spiel gespeichert, so. Dann schauen wir mal. Dann müssen wir wenigstens nicht ewig viel nachstellen, wenn es jetzt schief geht und wir direkt sterben hier. Und ich habe die Befürchtung, dass wir bei Kämpfen relativ schnell sterben. Zumal wir das Kämpfen einfach noch nicht gewohnt sind. Ups. Jetzt sollte ich mein Schwert ziehen. Oh, noch mehr Kuman. Na, großartig. War doch noch ein zweiter da. Ist klar. Oh. Drecks-Kuman. Bevor deine Eier ihren Dienst aufgeben? Ich bitte dich. Erstmal muss ich hier mal gucken. Oh, das Ohr eines Kuman. Das nehmen wir natürlich mit. Oh, eine Kettenhaube. Eine Kettenhaube. Reiterbeinlinge, kumanische Tunika, Lederhandschuhe nehmen wir mit und den Helm nehmen wir. Können wir, glaube ich, noch mitnehmen. Nee, komm, den Helm lassen wir ihm. Und hier lag noch irgendwo ein Kumane. Ich glaube, ich bin sogar verletzt. Wo lag denn der andere? Ah, hier. Ich möchte natürlich wissen, was er dabei hat. Lederhandschuhe, kumanischer Helm, Ritterjagdschwert. Oh, aber das ist sehr schwer. Ich kann nichts mehr mitnehmen, was schwer ist. Tut mir leid. Verstärkter Nackenschutz? Nein, der hat nicht wirklich gute Sachen dabei. Das heißt, wir werden jetzt mal unseren Freund hier, Schlossknacken leicht, losmachen. War klar, dass er sich in Schwierigkeiten bringt und wir ihn da rausholen müssen. Ich lasse eine Bronzebüste von dir fertigen, mein Freund. Aber wo warst du so lange? Ach, du weißt schon, Beeren sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen. Du Verrückter! Sie hätten mich fast am Spieß geröstet. Ich finde, es sah eher so aus, als würden sie dir die Jungfräulichkeit rauben. Na hör mal, Mistbauer! Spricht man so etwa mit einem Edelmann? Oh. Bin unsicher, ist das jetzt noch Spaßerei oder? Verzeih, Herr. Bin bloß froh, dass es dir gut geht. Ich nehme dich auf den Arm, du Esel. Danke für die Rettung. Diese Verletzung sieht nicht gut aus, Herr. Wohl wahr. Diese Kuman-Schweine haben mich ganz schön aufgemischt. Und mein blödes Pferd ging durch. Du musst mich nach Hause bringen. Je früher wir von hier verschwinden, desto besser. Wer weiß, wie viele Schurken hier noch umherstreifen. Dann lass uns aufbrechen. Das war Aufregung genug. Dabei kann das sein, dass wir die ganze Zeit betrunken waren wegen dem Retterschnaps? Na gut, dann hat das Ganze doch noch ein gutes Ende genommen. Ich hätte vielleicht das Lager noch plündern sollen. Fällt mir jetzt gerade auf, aber ich konnte eh nichts mehr mitnehmen. Also von daher, sei es drum. Aber sicher zurück. Get here, everybody. Oh. You, help him. Vielleicht hat uns das doch näher gebracht. Oder aber er vergisst es relativ rasch wieder oder will die Geschichte vielleicht auch anders erzählen.
Wieso ist denn diese Aufgabe jetzt aktualisiert? Was haben wir denn da gemacht? Ach, begib dich nach Neuhof, wo Wicht gesehen wurde. Wie ist das möglich, Ratzig? Diese Bastarde sind kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanusch. Selbst wenn wir 10-mal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein im Reich nehmen und drehen. Du hast nach mir verlangt, Herr... Tritt ein! Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Und dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht so bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen. Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Herr, ich... Hab Dank, Herr. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans schnelle Genesung an. Steh nicht doof rum, Junge, schenk uns ein! Vergib mir die Störung, Herr, aber ich bringe dringende Kunde. Was ist los? Gerade kam ein Stallbursche aus Neuhof. Er sagt, Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Es gab viele Tote und Verwundete. Kurva! Erzähl genau, was passierte. Ich bin nicht ganz sicher. Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet. Es tut mir leid, Herr. Dein Vasall Smil ist tot. Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anführte. Nimm so viele Männer, wie du brauchst. Reite nach Neuhof und finde diese verdammten Bastarde. Und bring mir ihre Köpfe. Ja, Herr. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu Diensten. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer, das muss derselbe Klotz sein, der mich in Skarlitz angriff. Es kann keine 2 Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind. Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Ein Pferd? Seine Belohnung für Herrn Hans Rettung. Er wird's brauchen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht schon. Ich will diese dreckigen Hunde so bald wie möglich in den Händen des Henkers sehen. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr. Möge die Jagd beginnen. Bleib stehen, ich muss dich durchsuchen, was? Komm schon! Was? Auf was? Warum will er mich jetzt durchsuchen? Was? Aus Sicherheitsgründen. Ja, dann durchsuch mich. Also ich habe jetzt nichts Schlimmes dabei. Ich habe die Hasen ja abgelegt. Die waren zwar als gestohlen. Wie du willst. War doch nicht so schlimm, oder? Das scheint mir was so eine Routine. Du hier mit einer Waffe? Das sieht nicht gesund aus, was du machst, mein Freund. Weg, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Na, ich sag mal nichts dazu. Oh, ich sollte das Schwert wegstecken. So. Was ich jetzt gerne machen würde, ich bin komplett überladen. Das ist doof. Ich brauche eine Truhe, wo ich Zeug hinlegen kann. Oder ich muss Sachen loswerden. Das ist nicht so gut gerade. Verband. Ja, toll. Erstmal könnte ich mal gucken, dass ich mich neu ausrüste. Ich habe geflickte Beinlinge. Die wären besser als die geflickten Beinlinge, die ich aktuell habe. 49, 70, Charisma 5. Dann ziehen wir noch die an. Die sind auch ein bisschen schicker, wenn ich das richtig sehe. So, die gepolsterte schwere Bundhaube ist deutlich besser als die Bundhaube, die wir aktuell haben. 12, 15, 12. Und jetzt haben wir 10, 12, 8. Das heißt, wir ziehen die gepolsterte Bundhaube an. Die Hirnhaube ist schlechter. Ne, die sieht auch nicht so schick aus. Die Jagdhandschuhe sind genau die gleichen. Da ändert sich nicht viel dran. Aber eine Kettenhaube hätten wir jetzt. Und die, ja, die gibt uns nochmal ordentlich Rüstung dazu. Macht 18, also jetzt haben wir 12, 15, 12, 18, 22, 17. Her damit.
Wir haben einen kurzen Skalitzer Wappenrock. Wo haben wir den eigentlich her? Ach, ja, stimmt. Wir sind ja jetzt im Gefolge von Herrn Ratzig. Das heißt, wir brauchen nicht mehr unseren verzierten roten Wappenrock, sondern wir sind jetzt ein Skalitzer. Definitiv ein Skalitzer. Sehr schön. Was könnte ich jetzt wegschmeißen, was eventuell ja Platz braucht? Ich könnte vielleicht noch was essen? Nee, Sattheit 120. Das ist nicht so gut. Ich muss Sachen loswerden. Aber ich kann auch noch aufsteigen, ne? Das könnte ich auch mal machen. Nämlich in Sachen Stärke. Wenn ich das richtig sehe, wären wir nämlich jetzt mit Packesel 1. Ich guck mal gerade, was wir hier jetzt wählen können. Huckepack wäre, ja, Leichen und so weiter, Chance gegen eine Umklammerung zu überwältigen, 15 Pfund mehr als sonst tragen. Ich würde mit Stärke 1 tatsächlich erstmal den Packesel 1 lernen. Eng umschlossen. Ausdauerregeneration, okay, Wildschwein. Ja, ja, das waren ja die anderen Sachen mit Stufe 6 und so weiter. Dann nehme ich erstmal den Packesel, weil ich glaube, Sachen mit uns rumschleppen ist eine gute Sache. So. Damit wären wir nämlich damit jetzt erstmal nicht mehr belastet. In Sachen Vitalität könnte ich noch was nehmen. Das möchte ich mir vorher einmal ansehen. Blutung, nicht so viel Blut. Du sportest 20% langsamer, verbrauchst dabei aber 20% weniger Ausdauer und kannst länger. Schneller und, ja, schneller, das würde ich mir gerne noch überlegen. Das heißt, in Sachen Vitalität mache ich jetzt erstmal nichts. In der Hauptstufe könnte ich mir noch was aussuchen. Aufgedreht. Achso, das war ja das. Nee, da hatten wir ja noch nichts, was wir unbedingt auswählen wollten. Charisma, Redekunst 5, ja, sind wir aktuell ziemlich gut dabei, besser als mit Stärke und Agilität. Kampf, habe ich denn hier Punkte, die ich auswählen kann? Aktuelle Stufe, Spezialisierungspunkte, habe ich keine, leider. Hier habe ich nur einen Spezialisierungspunkt in Sachen Schwert, Zornhau. Waffe, Langschwert, Abfolge, zuschlagen, zuschlagen, zustechen. Links, unten, Mitte. Pariere den Angriff des Gegners mit einem schnellen Zornhau aus der Ausgangsstellung Ochs heraus, von deiner linken Schulter zur Seite und stoße die Schwertspitze direkt zur Brust des Gegners. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es gibt Kombos. Kurzschwert. Achso, das kann man auch nur mit einem Kurzschwert, mit einem Jagdschwert und mit einem Säbel machen. Und das hier nur mit einem Langschwert. Oh Gott. Da sage ich erstmal nichts dazu. Beim Jagen können wir jetzt eins auswählen, da können wir eventuell Trophäen mitsammeln. Finde ich gar nicht so schlecht. Trophäen kann man vielleicht ganz gut verkaufen. In Ratai ist, glaube ich, unser Ruf gestiegen. Bei den Händlern ganz gut, bei den Bürgern, nee. Bei den Flüchtlingen, nee. Ja, na gut, das kann ich nachvollziehen. Wir haben ja auch nicht wirklich positiv gegenüber den Flüchtlingen agiert. Trotzdem haben wir jetzt genug Inventarplatz. Und sind neu ausgerüstet, ich muss mir das gerade mal angucken. Haben wir jetzt eine schöne Kettenhaube, eine richtige Haube, wo wir uns auch mit den Kettenschultern hier ein bisschen Platz verschaffen. Haben jetzt einen schönen Wappenrock und das Schwert ist voller Blut und ich müsste mich grundsätzlich mal waschen. Kann ich mich hier irgendwo waschen? Ich glaube aber nicht und ich glaube, es ist auch nicht relevant für unseren Ausflug, den wir jetzt gleich starten werden. Hier sollte ich mich melden. Können wir los? Bist du bereit? Ja, bin ich. Ja, Hauptmann. Gut. Folge mir, halt den Mund und tu genau das, was ich dir sage. Ich weiß nicht, was Herr Ratzig in dir sieht. Und es ist mir einerlei. Wenn du mit mir reitest, erwarte ich Gehorsam. Jawohl, Herr. Jawohl, Herr. Wider besseres Wissen haben sie sich entschieden, dir ein Pferd zu geben. Der Apfelschimmel neben meinem Hengst gehört dir. Kümmere dich gut um ihn. In den Sattel mit dir und folge uns. Auf geht's. Der Apfelschimmel, Moment, das müsste der hier sein, ne? Ja, genau. Pebbles! Du hast dein erstes Pferd erhalten. Du kannst die Fähigkeit gut, und die Satteltasche deines Tieres im Tab Pferd begutachten. Sehr schön. Trödelei. Der Letzte, der ankommt, kriegt eins auf die Rübe. Na, ich will natürlich nichts auf die Rübe kriegen. Oh Gott, Pferdesteuerung. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das Schwert zurückholen können und ob wir unsere erste Nemesis, die wir im Spiel kennengelernt haben, jetzt besiegen können. Ich glaube zwar nicht, dass unsere Fähigkeiten dafür ausreichend sind, aber wir haben ja diesmal ein paar Truppen dabei. Ich hoffe, wir können auch was ausrichten. Tappa. So. Es ist so ein schöner Tag und schon wieder reiten wir zum Kämpfen aus. Eigentlich wollte ich mich ja mal erkundigen, wie es denn dem jungen Herrn geht. Aber anscheinend ist es ja noch kein relevanter Faktor. Vielleicht, wenn wir wieder zurück sind. Eventuell dann mit dem Schwert. Ah, Gott sei Dank, das Wirtshaus steht noch.
so das Gefühl, mein Pferd ist nicht unbedingt das schnellste. Wundert mich aber auch nicht, dass sie mir nicht das beste Pferd geben. Hätte mich eher gewundert, wenn sie irgendein Pferd rauskramen, das wirklich von guter Qualität ist. Aber ich wollte auch nicht als Letzter ankommen. Im Augenblick macht es zumindest den Anschein, dass das nicht der Fall sein wird. Aber ich kann auch ein bisschen galoppieren im Zweifel. Und ich muss gestehen, ich bin echt stolz auf die Leistungen im Kampf gegen diese Kumanen. Ich meine, es war nicht perfekt, aber wir haben schon die ein oder andere Parade hingelegt und ja, auch ein paar gute Schläge abgeliefert. War zumindest ein deutlich besserer Kampf als der erste Kampf, als wir zurück in Scarlet waren, wo wir ja von den beiden Banditen sofort auseinandergenommen wurden. Aber ich habe auch das Gefühl, das war so ein Kampf, den kann man nicht wirklich gewinnen. Oh, wie gerne würde ich jetzt hier einfach mal nach rechts ausbrechen und die Landschaft erkunden. Das ist so malerisch hier. Oh Gott, da hinten brennt was. Ich glaube, da war unser Banditenfreund am Werke. Entdeckt Neuhof. Irgendwann werden wir uns auch die ganzen Codex-Einträge mal vornehmen. Zumindest die wichtigen lesen. Oh oh. Ein totes Pferd. Oder war das ein Esel? Ich glaube, das war ein Esel. Noch alles relativ friedlich zu sein. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass hier ganze Banditenhorden rumplündern. Ich glaube, die haben nur diesen Hof hier überfallen. Wo ist dein Herr? In der Koppel. Großer Gott. Welche Bestien könnten so etwas tun? Was ist dir geschehen? Wieso? Jemand kam des Nachts und verstümmelte sie alle nacheinander. Das Schreien der Pferde muss Radek den Stalljungen geweckt haben. Er wollte sie aufhalten. Mein Gatte, er hat versucht, ihm zu helfen und wurde auch getötet. Als sie fertig waren, brannten sie den Stall. Mein aufrichtiges Beileid, gute Frau. Wir werden diese Bestien fassen und sie für ihre Taten büßen lassen, das schwöre ich. Die Pferde waren noch am Leben, als ich kam. Wir erlösten sie von ihrem Leid. Jedes Einzelne. Da war dieser Schmerz in ihren Augen. Sie verstanden nicht, warum jemand ihnen das angetan hat. Wurde etwas gestohlen? Ein Pferd? Gar nichts. Sie wollten Blut und kein Geld. Hatte dein Mann in letzter Zeit Streit? Fällt dir jemand ein, der Rache wollte? Er hatte vielleicht mal über den Preis eines Sattels diskutiert, sonst nicht. Gar nichts, was einen Menschen hierzu treiben könnte. Es sind finstere Zeiten, wenn wir mehr Güte in Pferden finden als in Menschen. Habt ihr etwas gesehen? Wie viele waren es?
Oder wie haben sie ausgesehen? Wir haben niemanden gesehen. Hat jemand versucht, ihrer Spur zu folgen? Nein. Wir haben bis jetzt das Feuer bekämpft. Und selbst wenn, was könnten wir schon gegen jemanden ausrichten, der zu so etwas fähig ist? Die Pocken sollen sie holen. Aufsatteln und die Gegend durchforsten. Wir müssen herausfinden, wo sie hin sind. Sucht nach Spuren und fragt auch die Nachbarn, ob sie etwas wissen. Verflucht, irgendjemand muss diese Schweine gesehen haben. Ja, Herr. Was ist mit mir, Hauptmann? Was will ein Taugenichts wie du denn tun? Du bleibst hier. Bitte, lasst mich helfen. Ich könnte mich in der Gegend umsehen und auch nach Spuren suchen. Na gut, wenn's denn sein muss. Aber steh bloß keinem im Weg. Bleib in der Nähe und komm zurück, wenn du fertig bist. Was für ein Massaker. Sieh dich in der Gegend um. Großartig. Spiel gespeichert. Befrage die Überlebenden, finde heraus, wohin die Angreifer verschwunden sind. Ja, das werden wir... Aber ich will doch bloß wissen... Und ich will nicht, dass meine Freunde ermordet werden, während ihr es euch hinter euren Mauern gemütlich macht. Aber wir kamen so schnell wir konnten. Sagt das Franta, der da liegt. Liegt da in zwei Hälften gehackt wie ein Schwein. Schau ihn dir an. Sag ihm verflucht doch mal, dass ihr euch beeilt habt. Was für eine Scheiße. Wahrlich, wahrlich, was für eine Schande. Herrje. Naja, dem werden wir uns auf jeden Fall widmen, allerdings in der nächsten Folge. Ich nutze hier tatsächlich die Gelegenheit, dass das Spiel gerade gespeichert hat, denn ich muss eine ganz kleine Aufnahmepause machen. Und werden uns in der nächsten Folge auf jeden Fall alle Leichen nochmal anschauen. So ein friedlicher Ort, und da hinten brennt ja anscheinend auch noch was. Die Stelle haben sie anscheinend komplett niedergebrannt. Wir werden schon irgendwie dahinter kommen, was hier passiert ist. Und werden dann dafür entsprechend auch Rache nehmen, wenn wir denn die Gelegenheit bekommen, Rache dafür zu nehmen. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir den Sachen hier auf den Grund gehen. Und bis dahin verabschiede ich mich mit einem rachedurstigen Tschüss.